Damit guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Ich bin Patrick von Schuldecker Game und präsentiere euch heute den ersten Part meines Let's Plays zu Pokémon Smaragd. Es ist eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon-Spiele und damit muss es eins der ersten sein. Oder es ist nämlich das erste, das ich auf diesem Kanal hochlade. Ich würde sagen, dann starten wir mal. Ja, interne Batterie ist verbraucht, ja, das kennt man ja. Option erstmal Texttempo auf 3. Ja, ja, Ruhe. Mach nicht mal was das. So. Und ja, wir haben es mitbekommen. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk, aber jeder nennt mich nur Pokémon. Professor Pokémon. Ich bin ein sogenanntes Pokémon. Hey, Lotrotze. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Wer bist du? So, ja, ich bin ein Junge. So. Und start. So, oh, du bist also Patrick. Ja, richtig. Okay, jetzt habe ich es. Du bist Patrick und bist wieder nach Wurzlein, mein Heimatort, gezogen. Gut, bist du bereit? Nö. Okay, dann geh, dann verpiss dich bitte. Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Ab nun Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich woanders. Ja, ich soll auch gar nicht ins Labor. Gib's doch zu, du wirst dann von dem Pfiffi gejagt. Spoiler-Alarm, natürlich. Weil niemand die Story aus diesem Spiel kennt. So, also wird's da. Ich könnte hier wohnen. Solange man schlafen kann, ist alles gut. So, dann gehen wir mal raus. Patrick, wir sind da, Schatz. Die schwarze Umzugswagen beschwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Ja, habe ich mitbekommen. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Geil. Es ist idyllisch, man kann hier sich wunderbar leben. Wunderbar. Willst du nicht? Ja, ich schaue so wie schon mal rum. Und du kommst in ein eigenes Zimmer, Patrick. Lass uns hineingehen. Ich habe auch mal hier mein eigenes Zimmer, aber ich habe ja kein eigenes Stockwerk. Wieso war doch hier jetzt auch schön, oder nicht? Also, dass ich eigentlich ein Bett habe. Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch so etwas von praktisch. Ja, wir nutzen Tiere aus. Geil. Halt dein Zimmer ist oben. Reiß dich doch mal an, Spatz. Nämlich nicht Spatz, wenn dann schon Amsel. Vater hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Und ja, mein Humor ist sehr flach. Du bist stehen geblieben. Warum läufst du nicht weiter? Und vor allem, warum läuft sie plötzlich weiter, wenn wir sie eingestellt haben? So, wir haben ihn gerade sehr spät. Ah, das sieht nur mal kurz. So. Wir haben jetzt aktuell 23.30 Uhr. Ja, ist korrekt. Warte,
Wie gefällt dein neues Zimmer? Und alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Bogenumzugshelfer sind so praktisch. Du sollst prüfen, wenn der Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ja, ich will mir das jetzt fragen. Sorry, dass ich ausgespeedet habe. Ist einfach so gewohnt. Ich spiele nämlich fast jedes Mal, wenn ich irgendein Pokémon-Spiel auf dem Laptop spiele. Da ist sie, die Arena von Gutenberg City. Ja, ich kann sie nicht sehen, wenn du vom Fernseher stehst. Da fahrt ihr es im Fernsehen. Ja, dann lass mich halt schauen. Das war unsere Reportage über die Arena in Gutenberg City. Yay. Ja, hätte ich halt früher auf den Fernseher weggehen müssen, ne? Damit ich auch etwas hätte sehen können. Oh, schon vorbei. Du hättest mir auf aufnehmen können. Ich sehe ihn sowieso später. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen. Wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatihs Freunden lebt hier. Professor Burke ist sein Name. Er wird leidenschaftlich von Vivian gejagt. Er lebt gleich nebenan. Der solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Okay, mache ich. Yay. Da 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 da. Hallo Mutter von der anderen, hallo, was geht ab? Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Patrick, unser neuer Nachbar, hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter, ja. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen, la. Ja, das war's, ich geh jetzt hoch und schau mir jetzt diesen Pokéball an. Und ich kann nicht sehen. So. Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Patrick. Du bist heute hergezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ja, geil. Okay. Ich habe diesen Traum. Wir kennen uns seit 5 Sekunden. Mit Pokémon eine ganze Welt Freundschaft zu schließen. Hast du gleich stotterst du zufällig? Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass... Was hat man denn von mir erzählt? Ich bin in-game 10. Was soll man bitte über einen 10-Jährigen erzählen? Ich habe gehofft, dass du nett bist, Patrick, und wir Freunde werden. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Ja, meine ich. Hiep. Punkt. Da fuck. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Fahri doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Patrick, wir treffen uns später. So, dann gehen wir mal. Ich will auch mal meinen Starter haben. So. Hallo. Hallo. Da ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich will mir gerne mal ansehen, was da los ist, aber ich habe kein Pokémon. Ja, du bist ja zu klein dafür, ne? Kannst du nicht für mich nachschauen, was da los ist? Nö, ich verpiss mich. Hallo, was meinst du? In deinem PC-Videos kannst du dort alle zum Pokémon lagern. Die Kraft der Wissenschaft ist atemberaubend. Genauso wie ich bin atemberaubend hässlich. Professor Birkin verbindet seine Tage in seinem Labor, dann rennt er plötzlich nach draußen in die Wildnis, um zu forschen und von Fiffins gelagert zu werden. Was Professor Birkin endlich mein Zuhause? Ernsthaft, wer lässt sich bitte vor einem 20 cm Hund jagen? Hab ich ja als 8-Jähriger oder sowas gemacht. Dann schauen wir mal. Hi, hilf ab! Hilfe! Du schreist ja genauso wie deine Tochter. Ah ne, hier wird ja von den Zickzacks gejagt. Bei Zickzacks ist es noch seltsamer. Zickzacks ist ein scheiß Waschbär. Ich mag Waschbären zwar, aber... Guck mal. Und dann suchen wir mal unseren Starter aus. Also Flamni kommt nicht in Frage, da ich Lugok einfach nicht ab kann. Hydropi ist zwar cool, aber in dieser Gen ist mein absoluter Lieblingsstarter und mein absolutes Pokémon. Absolutes Pokémon, alles da. Ein absolutes Lieblings-Pokémon, und zwar Gewaldro. Deshalb werde ich Gekabon nehmen. Wow, nach 10 Minuten der erste Kampf. Krass. Los, Gekabon! Jo, Mann. Dann verprügeln wir das Ding mal. Wow, spannendes Duell. Untertreter seine Beere. Bleibt abs. Wow. Okay. Wird einfach nur mal komplett voll geheilt wird.
So, und damit haben wir es dann auch. Aber hey, das sind Erfahrungspunkte. Nice. Super. Boom. Ich habe einen hohen krass Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, hi. Du bist doch Patrick. Bin ich jetzt weltberühmt oder was? Wahrscheinlich nicht. Aber dies ist nicht der Ort für einen Schwätz. Ich komme doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Du bist also Patrick. Ja, du hast richtig verstanden, nachdem du mich jetzt schon mindestens dreimal gefragt hast. Mein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Mein Vater... Wir sind hier gerade hergezogen. Mein Vater arbeitet in der Kack-Arena wahrscheinlich schon eine längere Zeit. Er wird nicht mehr viel von mir wissen. Ich habe auch gefunden, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Ja, das ist richtig. Habe ich ihm gekämpft, dass diese Gelassenheit... Ja, ich habe einfach nur Pfund gerufen. Oder gesagt, oder es angreifen lassen. Ja, ah, fließt wirklich das Blut deines Vaters. Er ist auch mein Vater. Ich finde es immer noch schön, in irgendeinem Spiel heißt es auch, du bist der Sohn deines Vaters. Oder du bist die Tochter deines Vaters. Ja, ist klar. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Patrick erhält Gekaboy, yay! Willst du dem Gekaboy einen Spitznamen geben? Jo. Und ich werde meine Pokémon in diesem Projekt nach Kumpels von mir benennen. Das heißt, mein Starter wird heißen... Also einer Kumpel, der mir ein paar Tipps gegeben hat für allgemein diesen Kanal. Und zwar mein Kumpel Dennis. Das wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Ich habe irgendwie vergessen, die Textbox zu lesen. Mein Kind Falke studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Ja, mit ihrer Erfahrung und ihren Level 5 Pokémon. Sicher. Patrick, meinst du nicht, das wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Maike triffst? Nö. Ach, ist auch nicht so. So, als würde ich mich mit meinem Sprössling treffen. Nö. Ach, ist auch nicht so. So, als würde ich mich mit meinem Sprössling treffen. Hängst du ein bisschen? Ach, sag ich halt, ja. Großartig. Maike wird sich auch sehr freuen. Maike soll dir beibringen, was bedeutet, ein Trainer zu sein. Weiß ich doch schon. Ich spiele seit 7 Jahren Pokémon. Ich sollte eigentlich wissen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Da habe ich mir Gekaboy angeschaut. Trotziges Wesen. Okay, da habe ich nichts gegen, wird immer nichts gesenkt. Für mich der wichtige Init-Wert oder die beiden Angriffswerte. Hab von Silberblick. Stats sind ganz okay. Der Angriff könnte ein bisschen höher sein. Aber sonst. Ja. Jetzt ziehen wir mal los. Mit weitem Schritten. Weitem Schritten, Deutsch. Hallo, Pokémon. Er will es verfehlen. Kann er jetzt gleich mal zeigen, was er kann. Los, verprügelt das Ding. Das heißt, die Death der niedrigste Wert, aber das werden wir schon durchstehen. Und tschüss. Mein Team habe ich mir auch schon überlegt, was alles so reinkommt. Aber davon wird noch nichts verraten. Ich weiß nur, dass 2 Teammitglieder für das hineinkommen und ich habe außerdem schon wieder gespeedet. Yay. Hallo Wompel. Könnte ich mal in den Kommentaren raten, welche Pokémon das sein werden, aber... Wird halt erst verraten, wenn ich welches Pokémon noch habe. Kannst du dieses Wompel bitte unboxen? Danke. Level 5, nice. Level 6 für Dennis. Dennis lernt Absorber in die erste Pflanzenattacke. Sind irgendwas? Nö. Brauche ich ja keine Turbo-Treter, Mann. Soll ich mal heilen? Okay, wir legen deine Pokémon hier. Und ich will nichts dafür haben. Ein Pokémon, ja. Der PC dort in der Ecke ist für alle. Ah, nee, es war Professor. Der PC dort in der Ecke ist für alle Pokémon-Trainer. Das heißt, dass auch du ihn benutzen darfst. Ich habe ein Pokémon, was soll ich damit, bitte? Der P-
Pokémon Drahtlos Club. Im zweiten Stock wurde erst kürzlich eröffnet. Ich kann ihn halt nicht benutzen, ne? Wir sind immer noch nicht ganz fertig mit den Einrichten. Was sagst du? Wahrscheinlich bist du jetzt der geheime Bösewicht, oder? Pokémon Center ist eine großartige Einrichtung. Du kannst ihren Service Afterwards in Anspruch nehmen, kostenlos. Wovon leben diese Menschen? Wovon lebt eine Schwester Joy? Wo kriegt ihr Essen her? Wie bekommt ihr eine Wohnung oder ein Haus oder was auch immer? Die kriegt ja sicher kein Geld oder wird die vom Staat bezahlt. Aber woher hat der Staat das Geld? Weil es arbeitet hier ja niemand. Oder fast niemand. Der kann so unbeschwert umherreisen. Na. Wahrscheinlich kommt das ganze Cash noch von den Marktbesitzern. Wobei, das werden wahrscheinlich so die Rich Boys auf Destiny sein. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit mir? Den Weg hätte ich nicht gefunden. Safe nicht. Hier ist ein Pokémon-Supermarkt. Alles an dem blauen Dach erkennbar. Wir kaufen eine Menge nützlicher Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Ach nee. Hier ist ein Item. Fahr dir als Werbegeschenk für dich. Trank erhalten, yay. Patrick packt einen Trank in die Itemtasche. Ein Trank kann zu jeder Zeit eingesetzt werden, da ist er in manchen Situationen wertvoller als im Pokémon Center. Geil. Nur Pokébälle kann ich mir noch nicht kaufen. Traurigerweise. Das Pokémon auf der linken Seite erlistet tritt im Kampf als erstes an. Okay, der Kampf hat auf dem ersten Blick nicht ganz deutsch gewirkt. Hast du mehr Pokémon in deinem Team? Stelle sie so der Reihe nach auf. Wie es für den Kampf am günstigsten ist. Das kann ein Vorteil, würde ich sagen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Soll ich mir mal ein paar Tränke kaufen, glaube ich. Was weiß ich, mehr 5 hab. Mit der anderen kaufe ich mir jeweils 1. Route hat 3. Wow. In Pfiffchen. Können wir gleich mal unseren neuerlernten Absorber ausprobieren. Das ist ein True-Head, nice. Ups, also den Speed-Taste, sorry. So, nochmal Absorber. Und besiegt. Ich würde sagen, dann bringen wir mal den jetzt noch auf Level 7. Dann würde ich den Part mal beenden. Das Zigzags. Absorber. Hast mir weggekrittet hier. Heuler. Heul doch. Ja, Absorber. Kitte? Das ist ja ganz genau. Okay, Kit. Ist das Level 7? Ja, Level 7, nice. Warum so viele? Am Anfang sollte man nur das alle Kämpfe machen, das heißt, ich mach das auch. Wow, der Crit hat jetzt mein Leben gerettet. Das ist der Crit, den wir irgendwann mal brauchen und der nicht kommt. Hundertprozentig. So, an dem Zigzag halte ich mich jetzt noch ein bisschen hoch. Das? Nee. Heuler oder so. Ja. Ich kann Pokémon manipulieren, ja, geil.
So, ich würde mal sagen, das war's mit dem ersten Part Pokémon Smaragd. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Kommentar, lasst mal ein Like da. Egal, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch ein Dislike geben, wenn es euch dann besser gefällt. Ja, das wär's dann von mir. Wir sehen uns dann irgendwann vielleicht. Und ich sage, tschüss mit Ö.